Man kann richtige Worte gebrauchen und richtige Zusammenhänge richtig sagen, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. So beschreibt Martin Wagenschein, ein Physikdidaktiker, entfremdetes Lernen. Sogenanntes Bulimie-Lernen. In sich reinfressen und bei passender Gelegenheit, Prüfung oder Klassenarbeit, dann wieder ausspucken. Wenn es aber ausgespuckt ist, dann ist es auch weg. Es kommt von außen, geht nach außen und das lernende Ich bleibt davon unbeeindruckt und unverändert. Nur was berührt, das bleibt. Da, wo ich in einen konstruktiven Dialog mit Sachen und Menschen gehe, wo das, was ich lerne, bedeutsam für mich wird, da wird Lernen nachhaltig. Denn dann werde ich berührt und ich lasse mich berühren. Ich werde von etwas ergriffen, ich ergreife aber auch. Was das ist, was einen Lernenden oder eine Lernende berührt und beschäftigt, entscheidet sich im Selbst. Mathe, Musik, Sprache oder Sport. Berührt werden kann angeregt, aber das kann nicht von außen gesteuert werden. Es kann niemand von außen darüber bestimmen, was einen Menschen wirklich berührt und anspricht. Schule sollte so organisiert sein, finde ich, dass Aufmerksamkeit und Berührung möglich ist. Immer wieder und mit ganz vielen verschiedenen Bildungsgegenständen. Ein gründliches Sich-Einlassen und zähes Staunen sollte Grundlage allen Unterrichts sein. Tempo raus und Qualität rein. Schulen als Orte, wo wir mit den Sachen des Lebens in Berührung kommen.